Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, das war mal ein Pickel, dann habe ich dran rumgekratzt, dann war es plötzlich kein Pickel mehr, dann war es wieder ein Pickel, dann war es wieder keiner mehr, dann war es irgendwie so voll wund und dann war es irgendwie komisch und jetzt ist es da irgendwie so komisch, komisch. Läuft bei mir. Also, da lief wirklich gestern noch irgendwas raus. Ja, zu viel der Info. Ja, lasst uns heute reden. Wir reden hier. Lasst uns unter vier Augen reden, wenn ihr vier seid. Wenn wir zu zweit vor dem Video sitzt, dann lasst uns unter sechs Augen reden. Wenn ihr zu dritt seid, dann lasst uns unter acht Augen reden. Dupliziert einfach, bis ihr die Menge habt, wo die Leute sind. Einmal zwei, sechs. Oh. Ey, ich habe nie gesagt, dass ich in Mathe gut bin, okay? Es gibt einen guten Grund, warum ich die Schule abgebrochen habe, bevor im Abschluss, okay? Ich meine, hallo? Lief bei mir nie so gut mit der Schule. Also, ja, aber lasst uns mal reden unter uns. Und einfach mal die Leute, die das Thema betrifft, reden. Nicht irgendwie die da nur nett reden oder die versuchen, sich da reinzufühlen. Ja. Wir haben heute bei mir Stand der Dinge den 3. April 2020. Wir sind offiziell, glaube ich, seit 2 oder 3 Wochen ist die Ausgangssperre gefühlt und Kontaktsperre. Kontaktsperre. Kommt doch aufs Gleiche raus. Nein, man durfte im Geiger aus dem Haus. Stimmt. Wir haben Kontaktsperre und ja, ich war heute mit meiner Mutter. Nicht ganz legalerweise, ja. Genau. Naja, wer weiß, bis das Video draußen ist. Ja, okay. Wir sind, lass uns erstmal davon ausgehen, dass es bis dahin wahrscheinlich nicht mehr legal ist. Aber auf jeden Fall war ich heute ein kleines bisschen Gangster, weil bei uns in der Gegend ist gerade so die Regel, dass Familien nicht zusammen einkaufen gehen dürfen als Ausflug, so nach dem Motto Ausflug mit der Familie mal schnell zum DM. Sondern dass man immer bloß noch als Einzelperson in den Laden rein darf. Und ich bin heute mit meiner Mutter der Unbekannten im Laden gewesen. Und ja, du hast mir aber da erzählt, dass es schon Gesetz sei. Nein, Gesetz nicht. Oh Mann. Naja, aber auf jeden Fall, wir haben einmal Waschlappen gebraucht. Und ja, deswegen sind wir los. Und Wattetupfer. Also ich frag mich nicht warum, aber ich habe gerade total die Schwäche für Wattetupfer. Frag mich auch nicht, was ich damit mache. Das wollt ihr aber, falls ihr männlich im Geschlecht seid, nicht wissen. Wollt ihr einfach nicht wissen. Glaubt's mir. Nee, wollt ihr nicht wissen. Ich sag nur so viel, MacGyver binden. Ja, egal. Das ist so richtig klassische Lena. Wollt ihr nicht wissen, ich erzähl's trotzdem. Ja. Dann war ich im Laden und aufgrund dessen, dass da nur pro Haushalt ist es halt, also Mama, ich bin gerade irgendwie ein bisschen wirr. Ich will nichts Falsches sagen. Es gibt Läden, die sagen, man soll nicht zu zweit aus einer Familie das Geschäft betreten. Okay, also es ist noch nicht gesetzmäßig. Nee. Okay, also Stand jetzt ist es so, dass einige Läden sagen, man darf als Familie den Laden nicht betreten. Aber eben ist es noch nicht gesetzlich, aber es ist schon so, dass bei uns in der Gegend sind es schon ein paar viele Läden, die diese Regelung schon haben. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, also ich war dann im Laden und meine Mutter war weiter weg, als ich es gewöhnt bin. Und ich muss zugeben, ich habe mich kaum zurechtgefunden. Also es war für mich wirklich ein unglaublich schwerer Einkauf. Und ich habe schon lange nichts mehr gemacht, was mir so schwer gefallen ist. Entschuldigt, weil ich habe gerade meine Tage. Ich bin also leicht emotional. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall war das nicht einfach. Und zwar auch nicht wirklich so, dass ich sagen würde, das muss man wiederholen. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich nach Hause gekommen bin. Und aufgrund dieses Social Distancing-Geschichte, wo ich völlig verstehe, dass wir jetzt alle daran arbeiten müssen, diesen Virus Klein zu halten.
am besten klein zu kriegen, am besten irgendwie das Bestmögliche für uns rauszuholen. Kann ich alles verstehen. Ich bin auch jemand, ich sag, ich halte mich auch dran. Und ich bin auch so, dass ich furchtbar, furchtbar finde, wenn irgendwelche Leute sich nicht dran halten. Unser Nachbar da drüben. Ja, der mit der Kettensäge. Ich sag's nur noch mal. Ja, wenn sich Leute nicht dran halten, finde ich genauso furchtbar, weil ich habe zum Beispiel also in meiner Familie gefühlt keinen einzigen Risikopatienten. Also wenn es bei uns eine Familie eintreffen würde, das wäre verheerend. Naja, außer wenn ich es wäre, aber das wäre dann wirklich doof, wenn dann wirklich die anderen anstecken und das wäre jetzt echt doof für mich. Also gut. Aber ich habe keinen einzigen, der nicht Risikopatient ist. Mein Vater wegen seinem Rheuma, dann muss er Medikamente nehmen, die sein Immunsystem runterdrücken. Und deswegen darf er sich damit nicht anstecken. Meine Mutter, die ist anfangs Asthmatikerin. Mein Großvater, der ist vollkommen Asthmatiker. Meine Großmutter hat Diabetes und meine Geschwister sind ehemalige Raucher. Also die Wette habe ich bingomäßig gewonnen. Alle betroffen. Und ich muss sagen, ich halte mich so gut ich kann an alles. Und ich höre auch jeden Tag nach, ob es neue Gesetze gibt. Aber heute bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sagen musste, es reicht. Stopp. Ende. Aus. So kann es nicht weitergehen für mich persönlich und auch nicht gefühlt für die Welt. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Ich lebe seitdem ich 2,5 Jahre alt bin hier in Deutschland. Im Sommer haben meine Eltern und ich unser 25-jähriges Jubiläum. Und in all den Jahren, in denen ich hier in Deutschland bin, habe ich noch nie erlebt, noch nicht ein einziges Mal, dass ein Gesetz, das irgendetwas für Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen tut, oder arme Menschen oder alte Menschen, auch nur im Ansatz so schnell entschlossen wird, wie diese ganze Scheiße jetzt gerade. Entschuldigt, dass ich das so sage, aber im Moment ist es so, dass jeden Tag gefühlt ein neues Gesetz rausgedonnert wird, mit dem irgendwie bestimmt wird, was wir jetzt zu tun, zu lassen und was wir gefälligst machen sollen und was wir nicht machen sollen und wo wir auch uns auf jeden Fall dran halten müssen, weil sagt man uns ja einfach, es hilft ja gegen den Virus. Aber was niemand denkt ist, und was auch keiner von denen da draußen, die Politiker ändern können, ist, sie sagen, wir dürfen uns nicht mehr mit mehr Leuten als zwei treffen. Nee, ich glaube sogar, wir sind jetzt nur noch bei einer Person, ne? Ja, wir sind nur noch bei einer Person. Zu zweit. Zu zweit. Also zwei Leute in einem Zimmer. Wisst ihr, was ich dazu sage? Nicht Social Distancing, nicht irgendwie sowas. Ich sage dazu, mein Alltag. Ich bin meinen ganzen Tag nur mit meiner Mutter oder mit meinem Vater zusammen. Ich bin, wenn es hochkommt, noch mit Babette und Winfried zusammen oder mit meiner Pflegerin. Aber ich komme nie, also wirklich in 99% der Fälle komme ich nicht auf mehr Leute als drei in einem Zimmer, weil mehr ertrage ich eh nicht. Also für mich kein Problem. Aber da draußen gibt es so viele, die jetzt sagen, geht gar nicht, mein ganzes Leben ist ruiniert. Euer Leben ist nicht ruiniert. Ihr habt nur nicht mehr die ganze Zeit irgendwelche Freunde um euch rum. Dann schreibt ihn halt auf Facebook. Mein Gott, ihr seid doch eh immer alle mit Facebook, YouTube, Twitter, Instagram verlinkt. Dann nutzt diese Geschichten und beschwert euch nicht. Ihr glaubt mir, ihr habt in 6, 7 Wochen oder vielleicht in 2 Jahren maximal, ist euer Leben wieder normal. Aber das, was ihr als die Hölle bezeichnet, bezeichne ich als meinen Alltag. Das ist bei mir mein Alltag. Das mache ich jeden Tag. Und für mich ändert sich auch nichts. Und das Ding ist, selbst wenn Corona weg ist, wenn es nicht mehr existiert, und wenn, sagen wir, wir kriegen tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen, was ein Riesending wäre für die Leute, die nicht so viel Geld haben. Aber da steht ja jetzt schon wieder Pro und Contra dagegen. Nämlich Pro, wir haben dann mehr Geld, Contra, also teurer. Und selbst wenn wir Geld haben, es ändert an einer Tatsache nichts und es wird es auch nie ändern können. Ich werde immer Probleme haben, sobald die Sonne aufgeht und mich trifft. Ich werde immer sofort zusammenklappen, energetisch, wenn mich nur ein Sonnenstrahl erwischt.
Ich werde immer Probleme damit haben, dass Leute mich anfassen, und ich werde auch bis zum Ende meines Lebens wahrscheinlich nicht mehr als 3 Leute in einem Zimmer ertragen können. Aber anstelle, dass ich darüber mich beschwere, anstelle, dass ich es als etwas Furchtbares bezeichne, sage ich, das ist mein Leben und ich finde es toll. Ich bin zufrieden mit diesem Leben. Auch wenn man es jetzt gerade nicht glauben würde, wenn ich losheule, aber ich finde es so furchtbar und respektlos den Leuten gegenüber, die nicht die Wahl haben, die nicht sagen können: Hey, sobald der Corona weg ist, machen wir eine Riesenparty mit 20 Leuten. Ja, wenn ich eine Party mache mit Riesenparty mit 20 Leuten, dann lege ich noch mal ein Jahr lang flach. Dann war's das mit mir, dann knallt es bei mir alles durch. Ich kann nicht sagen: Hey, sobald Corona vorbei ist und der nächste Sommer kommt, dann gehe ich an den Strand und hüpfe durch das Wasser und mach Sonnenbaden. Weil wenn ich Sonnenbaden mache, dann liege ich wahrscheinlich so lange in der Sonne, bis ich irgendwann nur noch ein Brikett bin. Weil ich mich dann nicht mehr bewegen kann. Weil es mir wortwörtlich die Energie aus dem Körper rauszieht. Und ich habe nicht die Optionen. Ich habe nicht die Chance, irgendetwas zu ändern. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, dass es mir die Politik da draußen gerade nicht noch schwerer macht. Weil wenn du jemand bist, der eh schon Probleme hat, der nicht rausgehen kann, wenn er will, der keinen Führerschein hat, der nicht sagen kann: Hey, ich gehe jetzt raus alleine und gehe einkaufen, sondern ich brauche jemanden, der mir hilft. Und die Politik gerade entscheidet: Ja, wir wollen nicht mehr, dass sich die Leute anstecken, von daher nehmen wir doch dir die Hilfsperson weg. Damit sich die anderen nicht anstecken, nehmen wir dir die letzte Hilfe weg und denen die letzte Chance, irgendwie sozusagen ein Leben zu führen. Und das finde ich gerade unmöglich. Und das ist auch etwas, was mich persönlich und mir in meinem ganzen Leben noch nie so bitter aufgestoßen ist wie jetzt gerade. Ich will ja nicht, dass sie aufhören, schnelle Gesetze zu entscheiden. Aber wenn sie so schnell schaffen, jetzt Gesetze zu entscheiden, dann erwarte ich, dass sie das nächste Mal, wenn sie sich über die Rente unterhalten, nicht nur sagen, nicht nur 7 Monate labern, nicht nur 7 Monate oder noch länger oder fast schon gefühlte 100 Jahre labern, sondern dass sie dann auch wirklich an dem Tag, wo es auf dem Tisch liegt, die Entscheidung treffen, ja oder nein. Nicht 10-mal labern, 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 dann vielleicht ja, vielleicht nein, 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 nein oder nein. Sondern dass sie tatsächlich mal endlich zu Entscheidungen kommen. Und zwar: Geht es ja? Es geht ja. Man merkt doch gerade im Moment, es geht. Also warum geht es nicht im Normalfall? Warum muss erst eine Katastrophe ausbrechen, damit sich die Leute dazu entscheiden können, dass es mal geht? Wieso kann man nichts für die Bürger tun, die durchs Raster fallen? Warum mussten wir, die wir durchs Raster fallen, jetzt es noch schwerer haben und bekommen noch weniger Unterstützung, noch weniger Hilfe, noch weniger die Möglichkeit, irgendwas zu machen, noch weniger von allem, mehr oder weniger. Das war jetzt ein Satz, der sich irgendwie in sich aufgehoben hat, aber egal. Und warum gibt man uns nicht die Chance und nicht gibt man uns nicht auch die Möglichkeit, nach der Corona-Krise auch für uns mal was zu tun, dass wir weiterkommen, dass wir leichter haben? Warum muss zum Beispiel muss ein Merkmal in Schwerbehindertenausweis beantragt werden und 500 Mal gestritten werden? Warum reicht es nicht einfach mal, wenn die Leute pflegen, sagen, er braucht das Merkmal? Es ist ja nicht so, dass man durch ein Merkmal automatisch Geld kriegt oder irgendwas. Mein Gott, da bricht euch da draußen in der Politik keiner vom Zacken, wenn ihr uns einfach diese Merkmale geben würdet. Mein Vater zum Beispiel, der hat von seinem Rheuma her, kann er nicht so viel laufen. Und deswegen hat er einen Parkausweis beantragt. Und er musste gefühlte 5000 Anträge ausfüllen, um diesen Ausweis zu kriegen. Und hat tausendmal Nein gehört. Und jetzt plötzlich sind Sachen, die sonst nie im Leben gehen würden, laufen plötzlich unglaublich schnell durch. Ich meine, kann man nicht auch mal Gesetze erlassen, die auch denen helfen, die nicht zur Masse gehören und auch nicht unbedingt die, die reich sind oder die, die einfach mal nicht nur die Jungen sind, sondern auch einfach mal denen, die Behinderungen haben, den Alten, den Kranken und denen, die wirklich Unterstützung brauchen. Und die Kinder, auch meinetwegen die Kinder, die aus Problemfamilien kommen, die können auch mehr Hilfe brauchen. Also, warum
muss man bei immer allen möglichen Gesetzen erstmal 10.000 Jahre labern, bevor man was tut. Und jetzt auf einmal wird ein Gesetz, fühlt es sich so an, irgendjemand wacht auf, oh, wir könnten ja das und das noch beschließen. Er legt seinen Kollegen vor, die sagen, oh, klingt toll, am Abend ist es schon Gesetz. Also warum geht das sonst nicht? Warum nicht? Und das ist das, worüber ich mir Gedanken mache. Und das ist das, was mich gerade zurzeit beschäftigt. Nicht, warum ich mich nicht mit Freunden treffen kann. Nicht, warum alles gerade zu hat. Nicht, ob unsere Wirtschaft zusammenbricht. Weil, bei Gott, ich glaube nicht, dass die Wirtschaft von Deutschland oder der Europa zusammenbricht. Nur wegen einem Virus. Und wenn sie das tut, dann hatten wir von Anfang an ein Problem. Und dann liegt das Problem nicht am Corona, sondern dann war das Problem schon früher da. Und diese Realität sollte sich dann auch die Politik und auch die Leute, die es nicht wahrhaben wollen, die aus der Wirtschaft stellen. Weil, bei Gott, kein Problem taucht plötzlich auf. Probleme, die da sind, sind meistens schon länger am Schwelen. Die tauchen nicht erst über Nacht auf. Also, warum kann man nicht einfach mal aufhören, bloß an den Moment zu denken und vielleicht auch mal drüber nachdenken, was noch morgen ist. Ja, ich fühle mich jetzt besser. Ich fühle mich jetzt ein bisschen besser. Ich kann mich nicht mehr beschweren. Ich muss sagen, ich für meinen Teil, ich finde, dass wir einfach mal nicht nur jetzt in dieser Krisenzeit verlangen sollten, dass unsere Politiker schnelle Lösungen finden, sondern wir sollten eigentlich von den Politikern erwarten, die wir wählen, die von unseren Steuergeldern leben, ist nämlich auch Realität, dass die vielleicht auch mal, wenn nicht nur eine Katastrophe ist, schnelle Entscheidungen treffen, sondern auch, wenn es vielleicht mal ruhig ist. Weil ein Captain, der nur delegiert, wenn die See unruhig ist, ist kein guter Captain, weil im Zweifel weiß man sonst nie, wo das Boot hinfährt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.read@outlook.com. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Bis dahin, tschüss!